Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu einem neuen Lenchens Ideen-Tipp-Video. Genau, häufig wurde ich schon die Frage gestellt bei Leuten, denen ich so vom Painten erzähle oder ja, oder auch in der Gruppe kommt es häufig vor, dass man gefragt wird, was macht man denn eigentlich mit den Reststeinchen? Man hat ja oft von seinen Diamond Painting Bildern Steinchen übrig. Meistens sind ja in dem Tütchen oder bei den Farben ja Reststeinchen übrig. Genau. Erstmal wird es heute wahrscheinlich ein bisschen längeres Video werden. Ich wollte euch auch gerne zeigen, wie ich in unterschiedlicher Art und Weise meine Reststeinchen aufbewahre. Genau, ich stelle mal das Gläschen auf Seite, dazu komme ich später noch. Also, einmal habe ich ja, das ist auch in einem anderen Video zu sehen, meine Strasssteinchen vom Diamond Painting Build in dieser Box. Die sind auch schon nochmal nach den Nummern und Farben sortiert darin, in Zipperbeuteln. Das wäre eine Möglichkeit, wenn ihr die in Zipperbeuteln habt, dass ihr die einfach so aufbewahrt. Ich habe nicht so viel Strasssteinchen oder Strasssteinchenbilder bisher gemacht, deswegen war das auch mit der Box ausreichend. Genau, also einmal diese Variante, dazu gibt es auch ein Video. Dann habe ich ja, für die runden Steinchen so eine Box, so eine Aufbewahrungsbox, da habe ich die DMC-Nummer drauf und die Farben. Ich kann euch auch gern verlinken, wo es die gibt. Diese Aufbewahrungsboxen, die haben dann so diese einzelnen Döschen. Ja, von der 844 waren jetzt nur so wenige braune, ja, olivfarben braune Steinchen übrig. Manchmal hat man auch mehr Reststeinchen, wie von der 3722. Moment, ja, ein bisschen mehr. Also das wäre eine Möglichkeit auch, um die Steinchen zu behalten und aufzubewahren. Was halt schön ist, wenn euch mal eine Farbe für ein Bild fehlen sollte oder leer werden sollte, dann habt ihr die halt ordnungsgemäß sortiert auf Vorrat. Das ist der Vorteil von sortierten Reststeinchen. Genau, einmal diese runden in der Box. Da herrscht auch gute Ordnung. Das mache ich mit meinen runden Steinchen. Dann habe ich für meine eckigen Steinchen dieses System. Diese kann ich euch auch verlinken, wo es diese Kartensammeltüten, früher hat man da ja immer irgendwelche Sammelbilder oder Sammelkarten drin gesammelt in diesen geschweißten Registern. Die Farben sind auch in Zipperbeuteln. Holen wir doch mal die 834 hier raus. Moment. Genau, die ist dann in so Zipperbeuteln drin. Und da die DMC-Nummer. Ich habe so ein Beschriftungsgerät. Damit habe ich das vorne drauf geschrieben. Ist auch eine schöne Sache, so ein Beschriftungsgerät zu haben. Eigentlich fängt es bei mir ja tatsächlich bei der 152 an. Dann geht es sofort an. Bis nach hinten zu diesen hohen Zahlen. Das wollte ich eigentlich auch so machen. Mit dieser 3834er Geschichte habe es jetzt nur noch nicht nach hinten geheftet. Das soll auch noch in so ein, am besten in so ein Spiral-Ringhefter rein. Dann könnt ihr das schöner blättern. Oder in so einen richtigen Leitz. Oh, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht. In so einen Ordner rein. Da könnt das auch. Also, das hat auch ein gutes System, finde ich. Das sind meine eckigen Steinchen. Jawohl. Und was ich auch gemacht habe, zeige ich euch jetzt einmal für die Gouache, also das ist so eine Gouache-Steinchen, ja, wo einfach meine allgemeinen runden Reststeinchen, wo immer nur ein paar noch übrig waren, weil ich finde, wenn es halt so ein kleines bisschen nur ist, was übrig ist, dann habe ich keine Lust, die immer so ordentlich einzusortieren. Und letztendlich, wenn man die jetzt nicht vorrangig zum ja, als DMC-Nummer austauschen möchte, dann kann man das auch so aufbewahren.
Also wenn irgendwie, manche machen damit auch in die Gläsern, wie so diesen Gläsersand, die Reststeinchen rein, ist auch eine schöne Sache. Können dann nämlich auch Altstifte, Halter etc. nehmen. Dann habe ich hier nochmal, zeige ich euch, also ich mache das immer in so Boxen rein. Da ist schon eins rausgehüpft. Ja, das sind nochmal so Reststeinchen, Sondersteinchen, seht ihr. Zeige euch auch gleich, woher die Sondersteinchen kommen. Von dieser wunderschönen Stiftschatulle. Da habe ich ja auch, die erwähne ich immer wieder in Videos, weil ich die einfach gigantisch toll finde, weil ihr hier einfach alles, was ihr braucht zum Painten, eingeordnet habt. Und hier kommt eigentlich der Wachs rein. Lenchen hat keinen Wachs mehr da. Gut, also da wird wieder der Wachs, dieses Wachsblättchen einziehen. Genau, das sind alle Equipments drin: Schere, Paintingstift, verschiedene Pinzetten, mein Non-Permanent Maker-Stift zum Beschriften. Ja, so ein doppelseitiges Klebefolienband. Und wie gesagt, da drüben Wachs, ein Kuli. Also das, was ihr so zum Painten immer braucht, habe ich hier in der Box. Meistens ist sie bei mir offen, weil ich ja irgendwie täglich painte. Aber ihr könnt die auch super verschließen und mitnehmen. Das ist das Schöne. Dann habt ihr euer Equipment, euer Tool dabei. Ihr könntet hier auch noch ein Schiffchen reinpacken. Passt auch noch rein. Sehr schön. Daher kommen jetzt auch diese verschiedenen Reststeinchen. Habe ich auch da gemischt rein. Ja. Also ich habe das auch, dass ich manchmal so ein bisschen gruselig Aufbewahrung habe, aber auch geordnet. Ich mag so die Kombi. Ja, jetzt zu dem, was ich mit meinen Reststeinchen machen kann. Ich habe noch allerdings, zeige ich euch, kann ich euch auch verlinken, so ein Extra-Stift. Zum Painten muss ich dazu sagen, finde ich den nicht so super geeignet. Gerade für die kleinen, normalen Steinchen zum Painten. Allerdings für dieses Sondersteinchen, kommt noch im Video, finde ich den super, weil da könnt ihr diese großen Steinchen, die kann man mit dem normalen Painting-Stift sehr schwierig aufnehmen, weil da ist ja irgendwie zu leicht. Ja, kann diese großen Steinchen, ich zeige es euch mal, wie das hier, diesen Tropfen, kann der halt wunderbar greifen. Damit hat der normale Painting-Stift, ich nehme mal einen, wirklich schon, seht ihr, Schwierigkeiten. Allerdings muss ich gucken, ob der überhaupt. Sind jetzt viele Sondersteinchen dabei. Also den nimmt er reibungslos, diesen kleinen Strass-Painting-Stein. Aber bei dem hat er echte Probleme. Wobei man dazu sagen muss, da könnte da auch eventuell die Pinzette nehmen oder die Handfinger, aber wenn das so rutschig ist, also nehme ich wirklich am liebsten diesen hier, sorry, Vorführeffekt, und kann damit painten. Ja. Also nur mal zu dem Stift, weil das wurde auch schon in der Diamond Painting ein Hobby, was verbindet. Facebook-Gruppe, sehr schöne Gruppe allerdings, muss ich sagen, ganz netter Austausch, tolle Bilder sieht man da, wo man immer wieder auch Lust bekommt, selber wieder Bilder nachzubestellen. Grüße auch alle ganz herzlich, die in der Gruppe sind. Sehr liebe Menschen, nette Kommunikation, klasse. Ja, da wurde man auch schon häufig nach diesem Stift gefragt. Also zum normalen Painting sage ich eher nicht so, aber für Sondersteinchen, große Steinchen eigentlich gut. Lege ich mal beiseite. Genau, jetzt zu dem Hauptthema dieses Videos. Also ich habe aus meinen Reststeinchen lang überlegt, was ich mache. Es ist jetzt noch nicht ganz so perfekt. Man müsste mehr diese Luftblasen rausstreichen. Aber wenn es am Fenster steht, sieht es schön aus. Diese Blume wurde mir geschenkt. Die hat auch jemand selber für mich gebastelt. Ich stehe ja auf so selbstgebastelte Sachen. Genau. Ich habe da einfach eine doppelseitige Folie gekauft. Verlinke euch die. Doppelseitige Klebefolie zum selber painten. Könnte man auch sauberer ausschneiden. Also das Glas hat mir auch jemand aus Reststeinchen gemacht.
und ihr könnt darauf, also diese doppelseitige Klebefolie auf alles Mögliche kleben. Und ich fand es jetzt sehr nett, dieses Blümchen, bisschen Sternenhimmel, Glitzer, Glitzer. Das Glas könnte man jetzt als Windlicht benutzen oder man könnte es ja zum Verschenken, als Vase, was auch immer. Ich mache meine Blume wieder rein, die ich geschenkt bekommen habe. Ich finde, es sieht edel aus, mir gefällt es. Genau. Dazu braucht ihr, ich habe es mal vorbereitet, ein leeres Einmachglas, gespült. Da sind immer noch die Kleber dran, könnt ihr das mit irgendwie was Löslichem entfernen. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ihr braucht die doppelseitige Klebefolie. Die ist hier allerdings in so einer Extrarolle nochmal aufgerollt. Lineal da. Muss ich irgendwie ganz gerade schneiden. Also entweder schneidet ihr die mit einer Schere ab oder ihr könnt auch ein Skalpell oder ein Cuttermesser nehmen. Jetzt, wenn ich wüsste, wo ich meine Schere. Schere, die große Schere. Moment, ich will sie mal holen. Die Schere gefunden, die habe ich immer parat eigentlich. Also ich könnte es auch mit der Schere ausschneiden. Ich gucke jetzt, dass ich es möglichst gerade schneide. So, die Folie, also die ist doppelseitig, durchsichtig. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so die Rolle 13 Euro so rum. Ich kann es euch, wie gesagt, ja gerne verlinken. Das ist jetzt blöd, da ist schon so eine Luftfalte drin. Das gefällt mir gar nicht. Ja, dann schneide ich die in die Größe zurecht, wie ich das haben möchte. Brauche ich gar nicht die Breite, das ist gut. Dann kann ich genau da, wo diese Luftblase drin ist, das wegschneiden. Ich weiß nicht, macht ihr auch was mit euren Reststeinchen? Ihr könnt mir das gern mal kommentieren, was ihr so mit euren Reststeinchen macht. Ich mache jetzt allerdings mal hier nur so eine kleine quadratische Fläche. Mir reicht das so. Ihr könnt es so ringsrum machen. Egal, ich schneide es jetzt noch mal nach. Irgendwie ist heute. Ich kann aber diesen dünnen Rand gut gebrauchen, weil ich demnächst was super Tolles mache und da verwende ich den wieder. Also ich kann das auch immer gut wieder verwenden. Es ist klebend, also einmal diese Unterseite. Ihr könntet auch hergehen. Was man auch machen könnte, dass man, weil es klebt, ja, ich zeige es euch nochmal an dem Glas. Es klebt ja unwahrscheinlich hier. Da könnte man es auch so Glitter nehmen, wie man so Bastelglitter kennt und drauf machen. Oder Sand. Ihr könnt auch ein Strandmotiv machen und echten Sand mitverwenden. Also so Mediterranee. Wenn ihr mögt, so ein Meeresmotiv, dann klebt es nicht mehr so, weil das klebt immer noch. Da ist jetzt zum Glück auch keine Fliege oder so hängen geblieben. Das muss ich jetzt nochmal ein bisschen gerade schneiden. Also ich brauche so ein Schneidebrett noch unbedingt. Das reicht schon so. Doch ein Lineal irgendwie dazu. Ich nehme jetzt doch mal ein Lineal. Das ist mir zu krumm. Das ist zu krumm, das gefällt mir nicht. Dass wir das ein bisschen optimieren.
am besten so auf der Rückseite. Dann mache ich gleich meine Schachtel mit meinem Kuli. Da unten orientiere ich mich an der kleinsten Länge. Was entscheidet man uns? Machen wir 8,5 cm. Nochmal hier 8,5 cm. Das ist das Lineal. Seht ihr, das ist eine ganz schöne Differenz, die man da hat, ne? Also da war es jetzt gut, dass ich es nachgemessen habe, weil das ist nicht so schön, wenn das nicht passt. Muss ich ehrlich sagen. Nehme ich mein Glas, ich ziehe das, also entweder paintet ihr das auf dieses weiße Stückchen, das könnt ihr auch machen, dass ihr versucht hier das so abzuziehen, das oben drauf die Folie. Finde ich jetzt nicht ganz so einfach. Also ich mache es immer so, dass ich die schon so abziehe und auf das Glas klebe. Ich mache das noch ein bisschen weg von der Spülmaschine. Kommt der Teil, den ich immer so liebe, dass man versucht, es möglichst hier so gleichmäßig luftblasenfrei. Also wer so einen Schieber auch hat, kann auch so einen Schieber nehmen. Das hier, dass er die Luftblasen schön hier raus schiebt. Ist irgendwie heute nicht ganz so einfach. Schön die Luftblasen rausstreichen. Also ich mache das Glas jetzt nur mal für euch so als Demonstration, dass ihr das einfach mal seht, was man mit diesen Reststeinchen. Manche bekleben auch so schöne Boxen für Taschentücher, also für diese Kosmetiktücher. Ja, und jetzt kann ich auch diese obere Folie gut abziehen. Ich dachte, ich kriege die Luftblasen noch ein bisschen nach. Ja, das ist jetzt einfach im Moment so. Ihr könnt jetzt, also ich nehme mein Sondersteinchenstift auch mit dazu. Jetzt habe ich das auch rein. Und nehmt die Steinchen. Also da arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit so, ja, Sondersteinchen, weil mir die einfach richtig gut gefallen. Dann nehme ich das Steinchen auf. Ich mache jetzt so ein Blumenmotiv. Gucken, dass ich auch genügend noch ein bisschen justieren. Kann man auch mal mit seinem Finger machen, das geht gut.
Die lege ich mir auch hin, ähnlich wie beim Pendel. Ich könnte mir jetzt auch ein Schiffchen nehmen. Ich nehme einfach den Deckel. Jetzt dreht sich der Stein. Ja. Bisschen konzentrieren muss ich mich. Genau. Auch nach außen hin. Dann braucht man hier noch mal. Ich mache das jetzt mal mit euch extra, dass ihr echt seht, wie das funktioniert. Das geht, finde ich, relativ also gut. Ich finde, es macht, upsala. Das macht auch mal Spaß, zwischendurch was Freies zu painten, weil ihr habt ja jetzt hier nichts Vorgegebenes, weil ihr ja euch jetzt oder ich mir jetzt selber ein Muster überlege und überleg mir, was ich gern da drauf haben möchte auf dem Glas. Mir ist es jetzt schon abends, muss ich ehrlich dazu sagen. Und wenn der Tag schon so vollgepackt war mit Arbeit, Haushalt, Einkaufen, was man so zu erledigen hat, ich finde es ein schöner Ausgleich. Also mir macht es auch richtig Spaß, das abends dann noch mal so, ja, ein bisschen zu machen. Es ist ein kleines Blümlein entstanden. Gucken wir mal, was wir noch da drauf machen. Oh, vielleicht eins mit Pink. Jetzt brauche ich aber einen kleinen Stein für in die Mitte. Aber noch ein schönes Sondersteinchen. Ja, das ist auch süß. Ich mag diese Sondersteinchen. Ich liebe die richtig. Rosa, Pink. Und das ist halt echt eine schöne Steinchenverwertung. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber ich kann es nur immer wieder so rückmelden, dass es wirklich sowas wäre jetzt auch mal was für einen Kindergeburtstag oder was ihr lässig auch mit Kindern machen könntet. Ich glaube, denen macht es auch Spaß. Einfach mal was Freies zu machen, was jetzt nicht vorgegeben ist. Wobei mir gefällt auch immer noch nach wie vor das Diamond Painting in Original. Weil man ist ja auch nicht, also ich bin nicht immer so ideenreich. Dann bin ich ganz dankbar, dass das vorgegebene Motive sind. Das noch rosa. Die Türkisen ist ja witzig, habt ihr das zufällig auch gesehen? Sorry, sorry, sorry. Die Türkisen sind hinten doppelt, die sind hinten auch türkis. Und die rosanen, die sind hinten silber. Lass da noch eins hin. Eigentlich würde ich sagen, ja. Die Blumen. Das ist ein Zergolastein. Na komm, da ist noch einer. Auseinander. Na komm. Da braucht man so ein bisschen mehr Handkraft und man muss echt aufpassen, es klebt richtig dolle. Das klebt richtig, richtig gut. Jetzt muss ich mich mal an mein Sondersteinchen orientieren. Ja, wir könnten ja noch eine Orangenblume drauf machen.
muss ich den besser ansetzen, den Stift. Also da musst du halt immer vorher abschätzen, ob ihr noch so genügend Rest-Sondersteinchen habt, dass das wirklich noch. Also das nehme ich jetzt mal mit der Hand. Das geht, glaube ich, so besser. Dass ihr auch wirklich genügend Steinchen für so eine Blüte habt. Aber das sieht man ja bei diesen großen Steinchen sehr, sehr gut. Auch wieder ein schönes Blümchen. Jetzt habe ich hier drei Blümchen. Dann könnte ich noch. Mal was gucken mit euch. Pinselstift. Grünen Stiel hinmachen, dass ihr das auch seht. Also man kann auch. Ihr müsst nicht Strasssteinchen nehmen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr mögt, eure ganz normalen Painting-Steinchen nehmen und damit irgendwas machen, was euch gefällt. Ihr könntet auch euch was vorzeichnen. Ein Motiv auf das Glas oder so. So ein Blatt zustande bekommen. Da spreche ich dann auch wenig, weil ich so hoch konzentriert bin, nicht wundern. Das erfordert irgendwie ganz hohe Konzentration und Aufmerksamkeit. Ja, auch mit irgendwie jetzt hier planieren. Ne? Ja. Ach, ich wollte euch doch noch zeigen, wenn ich das mit normalen Reststeinchen mache. Also ich penne die manchmal auch so aus der Schüssel raus. Ihr könnt die da gut verschieben. Das Verschieben klappt gut. Das ist ein anderer Grünton, da muss ich aufpassen. Oh, da habe ich jetzt was Schönes gesehen, was ich machen werde. Oh ja, das gefällt mir. Ich brauche ein Schiffchen. Also ihr könnt da auch echt gut ein Schiffchen nehmen. Auch beim Kunterbuntmix oder ihr könnt, wenn ihr das wunderbar vorbereitet habt, auch mit dem Register arbeiten, dass ihr euch die Farbe, die ihr gerade zum Painten nehmen wollt, aus euren Farbregistern rausnehmt. Ich wollte euch jetzt auch mal zeigen mit Strass- und Nicht-Strass-Steinchen, dass das auch möglich ist. Schöner ist es eigentlich, es wäre von einer Farbgruppierung. Das sieht dann irgendwie, glaube ich, noch optimaler aus. Ich finde es auch so gemischt ganz nett. Das wollte ich machen. Das hatte ich vor. Ja, das macht mir Spaß. Wo ist es? Hier ist es. So wie so ein Mandala könnte man da noch auf das Glas da hinten mal noch ein, mal gucken. Bisschen Mandala vielleicht drauf. Das liebe ich auch so gern. Mandalas. Mögt ihr auch gern Mandalas? Könnt ihr gern auch in die Kommentare mal einfügen. Würde mich interessieren.
finde, Mandalas sind schon beruhigend. So, zieht die Blüte aus mit diesen, ja, Sondersteinchen und diesen normalen Pendingsteinchen. Ihr braucht ja nicht unbedingt die Sondersteine. Sind das alles Sondersteinchen? Ich habe gerade überlegt, ob auf dem anderen Glas haben wir tatsächlich auch Sondersteinchen zufällig drauf. Ja, weil das meine Reststeinchen jetzt waren. Aber ihr könnt ja da ganz kreativ sein. Ich lasse es jetzt mal bei dem, ich muss jetzt das ganze Glas mit euch da voll machen. Ihr habt es gesehen, das mache ich aus meinen Reststeinchen. Habe auch schon überlegt, ob ich so Rest, wenn ich da mal ganz viele Reststeinchen habe, ob ich die vielleicht ja, irgendwie weiterleite oder ob das mal eine Geschenkmöglichkeit für jemanden wäre. Genau. So ist meine Idee gewesen, was mit den schönen Reststeinchen anzufangen, weil es wäre ja schade, man hat sie übrig und wenn man sie wegschmeißen würde, hätte man gar nichts mehr davon und so kann man, ja, man könnte jetzt auch damit Sachen dekorieren, Blumentöpfe, ihr könntet damit, wie gesagt, diese Taschentuchboxen, diese Kosmetikboxen verschönern, wie ihr wollt. Ihr habt es gesehen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. War heute ein bisschen längeres Video. Ihr macht's gut. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Video. Tschüss!